Lilo und Stitch ist meine absolute Lieblings-Cartoon-Serie. Und wenn ihr diese Serie auch gesehen habt, wisst ihr, es gibt verdammt viele Experimente. Das sind einfach insgesamt 630 Stück. 630 Monster und nicht jeder von denen wurde in der Serie gezeigt. Dennoch möchte ich euch meine Top 10 Lieblingsexperimente aus der Disney-Serie Lilo und Stitch vorstellen. Und wir beginnen auch sofort mit Platz Nummer 10. Und das wäre das Experiment 600. Ups. Und ja, das meine ich ernst. Ich erkläre euch nun auch, warum das so ist. Und zwar, laut Schlumber sollte Ups eigentlich sehr stark sein und die Kräfte haben wie Stitch. Das lief aber nicht ganz so gut. Schlumber hat's vermasselt und im Endeffekt ist Ups ein fehlgeschlagenes Experiment. Es kann seine Kräfte gar nicht einsetzen, da es viel zu tollpatschig ist. Und ich habe mich so krass mit ihm identifiziert. Ich bin einfach der tollpatschigste Mensch, den es gibt. Das ist Fakt. In der Serie hat er einfach alles kaputt gemacht, was er angefasst hat. Er gleicht also quasi Stanley von SpongeBob. Und ja, ich find's einfach so geil. Eigentlich sollte er dieselben Kräfte haben wie Stitch. Er soll so krasse Kräfte haben, aber er kann sie einfach nicht einsetzen, weil er zu tollpatschig ist. Das ist so nice. Sein wahrer Platz im Übrigen ist die Bowlingbahn. Denn da ist es sogar hilfreich, wenn er tollpatschig ist und Dinge umwirft. Da kann er nämlich alle Kegeln umwerfen. Das nächste Experiment, was ich ziemlich nice finde, ist Richter. Experiment 513. Neben dem Fakt, dass Richter in der allerersten Folge der Lilo und Stitch Serie war und ich seitdem auch mit der Serie angefangen habe, Lilo und Stitch zu gucken, um mich aktiv damit zu beschäftigen, finde ich es auch allgemein einfach sehr, sehr nice. Seine Fähigkeit ist auch unfassbar stark. Er hat nämlich die Fähigkeit, Erdbeben zu erstellen und das appreciate ich sehr. Der hat einfach, als er aktiviert wurde, erstmal gefühlt die ganze Erde umgeworfen. Das sah halt schon ziemlich sick aus. Außerdem sieht er auch einfach cool aus. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Dennoch gibt es einfach Experimente, die ich weitaus nicer, aber auch besser oder stärker finde oder von denen ich die Fähigkeit einfach interessanter finde, weswegen er nur auf der 9 ist. Wobei ich aber auch finde, Platz 9 unter 630 Experimenten, das ist immer noch unfassbar gut. Sein wahrer Platz ist auch berechtigt. Er arbeitet quasi als Milchshake-Mixer und fertigt sogenannte Erdbeben-Shakes an. Finde ich vollkommen passend. Interessant dabei ist nur, dass er genau an demselben Surfstand arbeitet, wo Nani arbeitet. Also sind die beiden Arbeitskollegen, das ist ziemlich nice. Wir machen weiter und kommen nun zu dem Experiment 502 Yang. Es gibt ja Experimente, die nach Yin und Yang benannt sind. Und genauso wie es eben Yin und Yang in der chinesischen Philosophie diese zwei Zeichen und deren Bedeutung gibt, gibt es eben auch diese zwei Experimente, die ebenfalls diese Bedeutung haben. Yin ist dieses Wassermonster, was für Ruhe, Kälte und Wasser steht. Und Yang ist dieses Feuermonster, was für Bewegung, Wärme und Feuer steht. Und ich muss echt sagen, ich fand Yang immer nicer als Yin. Mit dem anderen Experiment konnte ich leider nichts anfangen. Ich fand den anderen einfach tausendmal cooler. Dass dieser Lavakugeln aus seinem Rücken schießt und dass es Dinge so schnell damit schmelzen lässt, das finde ich einfach tausendmal cooler als Wasser zu schießen. Und wenn wir auch mal ehrlich sind, Yang sieht auch einfach nicer aus. Yang sieht einfach aus wie so ein Tentakel auf Wish bestellt und das gefällt mir so gar nicht. So null. Dennoch finde ich es cool, dass es auch Experimente gibt, die zusammengehören und der Platz der beiden ist ja auch voll nice. Sie erschaffen gemeinsam einfach mit ihren beiden Fähigkeiten neue Inseln, das ist super cool. Man hat einfach ihre zerstörerischen Fähigkeiten genommen und sie umgedreht. Und ich finde, bei denen merkst du das mit am meisten. Aber ja, Yang ist auf jeden Fall ein super nices Experiment und ist auch verdient in dieser Liste drin. Platz Nummer 7 ist das Experiment 316 Morpholomeus. Und Morpholomeus war für mich immer so das coolere Ditto. Ich liebe ja auch Pokémon über alles, aber das Experiment hier ist viel cooler als Ditto. Es kann sich einfach in alles und jeden verwandeln. Egal wer du sein magst, du zeigst ihm einfach ein Bild und schon ist er das in nur wenigen Sekunden. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass dieses Experiment in genau der gleichen Folge wie Drake Long aus American Dragon seinen Auftritt hatte. Und American Dragon ist ja zusammen mit Lilo und Stitch, SpongeBob und Pokémon sowie typisch Andy ja meine Favs-Serie. Aber wie dem auch sei, Morpholomeus ist von denen, die ich bis jetzt so vorgestellt habe, das Beste, aber es gibt noch 6 andere, die ich einfach nicer finde, weswegen er auf der 7 gelandet ist. Aber bevor ich zu Platz Nummer 6 komme, der wahre Platz von Morpholomeus ist ein Kostümverleih. Er gibt Personen das beste und realste Kostüm, was es gibt, damit sie auf Partys richtig angeben können. Und das passt auch einfach wie die Faust aufs Auge. Genau, aber kommen wir zu Platz Nummer 6. Und das wäre die Nummer 624 namens Engel. Und komm schon, Engel ist ja wohl super toll. Die Folge, in der sie das erste Mal vorkam, die war allgemein schon super nice. Wie Stitch wirklich alles tut, damit sie ihn toll findet und dass sie sein Buschelbu ist einfach sweet, ja? Ich mag Engels Charakter und ihre ganze Geschichte wirklich sehr, sehr gerne. Ja, wie sie sich erstmal mit Ganto einen Plan schmiedet, indem sie versucht, alle gutartigen Experimente mit ihrer Stimme böse zu machen, klappt doch bei jedem ganz gut, außer bei Stitch, er ist dagegen immun. So wie auch alle Experimente, die nach ihr erschaffen wurden. Nur so mal ein kleiner Fun Fact.
Jedenfalls, er versucht sie aus den Fängen von Gante zu befreien. Engel sieht dann, wie sehr Stitch sie liebt und sich bemüht, sie zu schützen. Und am Ende wird sie durch Stitch zu einem lieben Experiment. Und die beiden kommen zusammen. Auch das, ja, Stitch ihr wahrer Platz ist, ist doch einfach unfassbar sweet. Da müsst ihr mir doch zustimmen, oder nicht? Wir kommen zu der Nummer 5 der Experimente und das ist Leroy, aka Experiment 629. Er wurde von Jamba im Film Leroy Stitch erschaffen und nicht nur der Film war unfassbar gut, nein, Leroy selbst fand ich einfach nur unfassbar krass. Ich fand einfach diesen Kontrast, dass es quasi einen Stitch gibt, der gut ist und eben einen, der böse ist, unfassbar geil. Dass die beiden auch eine Rivalität im Film hatten, hat mich auch einfach immer gepackt. Auch die Kämpfe zwischen den beiden waren unfassbar nice zum Ansehen. Liebe wurde ja von Jamba erschaffen, weil von Hamsterdam ein ähnliches Experiment wie Stitch wollte. Nur, dass er nicht so kuschelig und lieb sein sollte und er sollte wie sein Cape die Farbe rot haben. Und damit hat er vollkommen Schwarze getroffen, auch mit seiner Fähigkeit. Junge, seine Fähigkeit heißt einfach zerstören. Noch krasser, kannst du es einfach fast nicht mehr machen, so, ne? Das ist einfach over the top. Van Hamsterdam hat ihn ja auch in dem Film geklont und die Szene, wo die Klone gegen so ziemlich alle Experimente gekämpft haben, war einfach nur godlike. Ich liebe diese Szene. Leroy, ein unfassbar krasser Boy, aber nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich, ja wie soll es auch anders sein, 4 andere, die ich dennoch besser finde. Manche von euch denken vielleicht, dass Leroy bei mir in den Top 3 gekommen wäre, aber es gibt noch so ein paar Experimente, die sind für mich einfach noch tiefer in mein Herzen drin. Und tatsächlich ist einer dieser 4 Experimente, Experiment 625, Roast Beef. Yep, Roast Beef. Das Experiment, was quasi Gantus Sidekick ist und was nichts anderes macht als Sandwiches. Ja, ich feiere den einfach unnormal. Er wurde von Van Hamsterdam aktiviert, weil er dachte, dass er die gleichen Kräfte hat wie Stitch, weil er von der Zahl her direkt nach ihm kommt. Und das Geile ist ja bei dem, er hat ja auch eigentlich dieselben Kräfte wie Stitch. 1:1. Er kann sogar besser sprechen als er. Aber er hat einfach gar keinen Bock auf diese ganze Zerstörungsgeschichte. Er ist einfach viel zu faul und will einfach nur sein Leben chillen und macht deswegen eben Sandwiches. Ist das nicht geil? Ich finde auch die Beziehung zwischen ihm und Gantu sehr interessant. Dieser macht sich immer über Gantus Aussehen und seine Niederlagen lustig, dennoch haben die beiden letzten Endes eine gute Chemie und sind wie Lilo und Stitch beste Freunde. Sein wahrer Platz ist ja auch bei Gantu, beziehungsweise in der Schiffsküche des großen roten Schlachtschiffes, wo aber Gantu der Kapitän ist und das passt auch so verdammt gut zu ihm. So, wir sind nun bei der Top 3 angekommen und hier habe ich mich zwischen Platz 3 und 2 tatsächlich am schwersten getan, denn ich finde beide ziemlich nice. Ich habe wirklich hin und her überlegt und am Ende musste ich eine Entscheidung wählen und da habe ich mich für Experiment 221 Blitzy entschieden. Blitzy war eines der ersten bzw. sogar das erste Experiment, was aktiviert wurde und den fand ich so richtig cool. Wenn ich an Lilo und Stitch denke, dann denke ich automatisch unter anderem auch an Blitzy. Dieser kann, wie der Name schon vermuten lässt, jede Menge Strom erzeugen und damit elektrische Geräte zum Überladen bringen, was ziemlich dope ist. Das würde mir zwar den heftigsten Stromausfall verpassen, den ich je hatte, und dann könnte ich auch wahrscheinlich keine Videos mehr machen, dennoch liebe ich dieses Experiment wirklich sehr. Ja, zu ihm kann man nicht so viel sagen, aber ich denke, jeder, der Lilo und Stitch feiert, feiert auch Blitzy. Und das ist alles, was sonst noch gesagt werden muss. Blitzy ist einfach cool. Na und apropos cool, was eine Überleitung. Wir kommen zu dem zweiten Platz meiner Lieblingsexperimente und das ist das Experiment 523 Frosty. Wie gesagt, es war sehr schwer für mich, mich zwischen Frosty und Blitzy zu entscheiden, aber letzten Endes habe ich Frosty auf die 2 gesetzt. Frostys Fähigkeit ist ja gefrieren und ich liebe die Eisfähigkeit an sich. Wenn ich mir eine Fähigkeit aussuchen dürfte, würde ich Safe Eis wählen und damit meine Gegner einfrieren lassen. Was ich auch so nice an ihm finde, ist, dass er nicht nur Dinge gefrieren kann bzw. einfrieren kann, er kann es auch zum Beispiel schneien lassen. Ich bin zwar gar kein Fan vom Winter, aber wenn mir der Sommer zu viel wird, dann kann sowas auf jeden Fall nicht schaden. Er kann auch diesen herumliegenden Schnee kontrollieren, also könnte er dann, wenn es mir zu viel mit Schnee im Winter wird, den Sonnenbuch verfrachten und zudem kann er mit seinem Eisatem viele Formen und Dinge erstellen, wie zum Beispiel Schläger. Waffenkämpfen ja sehr nützlich sein kann. Und das ist ja auch nicht mal alles. Er kann, wenn er kaputt geht, sich immer wieder in seine normale Form verwandeln und das ist alles einfach so krass. Der war ja auch in einer Folge so unfassbar strong. Ach ja, und bevor ich es vergesse, er hatte ja auch in seiner Folge einen sehr epischen Kampf gegen das Experiment 499 namens Explosivo gehabt. Der war auch richtig gut. Dieser Kontrast auch, Feuer trifft auf Eis, die beiden battlen da so krass gegeneinander. Das war wirklich alles so geil, wirklich. Dieser Kampf, diese Inszenierung mit der epischen Musik, das war alles so geil. Frosty und seine Folge ist auch einfach nur cool. Den darf man echt nicht unterschätzen. Frostys wahrer Platz ist by the way in einem Eisstand. Er macht Eis für die Leute auf Hawaii und das ist ebenfalls ein Platz, der auch wirklich super zu ihm passt.
Nun kommen wir aber zum einzig wahren Experiment. Zu meinem allerliebsten aus der ganzen Serie. Ihr wisst sowieso, wer es ist, ich muss hier keine Show machen. Es ist natürlich Experiment 626, Stitch. Ja, was soll ich zu ihm sagen? Ich liebe Stitch. Stitch ist einfach der beste, stärkste, süßeste und coolste der ganzen Experimente. Und auch wenn ich die anderen ebenfalls sehr gerne habe, finde ich, dass an Stitch persönlich kein anderes Experiment rankommt. Kein Roastbeef, kein Engel, kein Leroy, kein gar nichts. Niemand kommt an ihn ran. Er setzt sich immer für seine Freunde ein, vor allem für Lilo. Die beiden haben ja auch eine unfassbar gute Beziehung zueinander. Er ist unfassbar witzig, kann aber auch teilweise echt dumm sein, hat viele traurige, aber auch süße oder schöne Momente und sein Charakter ist einfach nur unbeschreiblich. Stitch war das allererste Experiment, was ich jemals gesehen hatte. Ich kannte Stitch tatsächlich noch vor der Serie, wusste da jedoch nicht, dass es die Serie gibt, weil ich einfach nur dieses eine PS1 Game kannte. Und was soll ich sagen? Ich habe ihn schon da direkt geliebt. Dank der Serie und auch eben den Film befasste ich mich immer mehr mit Lilo und eben Stitch und erkannte vor allem da, wie toll Stitch doch ist. Stitch ist keiner, der Städte und so weiter zerstört. Stitch ist einfach das beste und liebenswerteste Experiment, was es so gibt. Das ist und bleibt für immer nicht nur mein Lieblingsexperiment, sondern auch mein Lieblingscharakter von allen Kinderserien, die es so gibt. Und er wird für immer und ewig einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, da bin ich mir ganz, ganz sicher.